Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Klimawandel, Knabenliebe, Kirche. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie kommt der 10 Bier denn da drauf? Wie geht das denn zusammen? Ich finde, das geht problemlos, wenn man alles allerdings unter dem Begriff Aufklärung betrachtet. Nein, ich möchte euch heute nicht aufklären, wobei auch das wäre sicher mal ein schönes Thema. Doch leider beschäftige ich mich lieber mit den absurden und abgründigen Dingen dieser Welt. Heute will ich allerdings mal eine Ausnahme machen. Und sozusagen zu den schönen, absurden Themen kommen. Thema 1, der Klimawandel. Sicher wandelt sich das Klima und wir spüren es gerade selbst an den Händen und Füßen. Wir haben Winter mitten im Winter. Und man glaube es kaum, im letzten Jahr hatten wir Sommer mitten im Sommer. Wo soll das bloß noch hinführen? Für mich scheint es gerade so, als versuche man uns unsere Erde erneut als Scheibe zu verkaufen, wider jeder wissenschaftlicher Erkenntnis. Sicher tragen wir Menschen in erheblichem Maße dazu bei, die Natur zu zerstören, unsere Umwelt zu vergiften. All das ziehe ich ja überhaupt nicht in Zweifel. Doch bei der ganzen geschürten Klimahysterie geht es wieder einmal nur um die Wirtschaftsinteressen von wenigen, die geschickt die Politik vor ihren Karren gespannt haben. Bei der Bild geht es um die Auflage, bei den anderen um die Einschaltquote etc. Mit Panik lässt sich Geld verdienen. Bio- und Ökosiegel sind die modernen Ablassbriefe für unser schlechtes Gewissen, aber dass die Welt davon besser wird, also, Leute, ich habe davon noch nichts gemerkt. Ich will ja nicht behaupten, dass sich das Klima nicht wandelt, allerdings wandelt es sich mal schneller oder langsamer, mal extremer, mal weniger extrem und das bereits seit mehr als 4 Milliarden Jahren auf unserer Erde. Völlig unabhängig davon, welche Parasiten gerade zuhauf die Erdoberfläche besiedeln, die Dinosaurier, die Ratten oder die Menschen. Das ist der wissenschaftliche Stand der Dinge. In diesem Sinne wünsche ich noch allen einen schönen Winter im Winter und einen schönen Sommer im Sommer. Und lasst euch nicht verrückt machen, Politiker laufen eh nicht rund und haben eine Scheibe. Das würde euch selbst Galileo Galilei bestätigen, wenn er heute leben würde. Er war ein Mann der Wissenschaft und hatte zu seinen Lebzeiten bitter erfahren müssen, dass die Kirche Erkenntnis und Aufklärung scheut, wie der Teufel das Weihwasser. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Erkenntnisse über die Missbrauchsfälle, nichts wäre in den Augen geschehen, wenn Gott es nicht gut geheißen hätte. Alles wäre eine teuflische Unterstellung. Der Versuch, die Vorfälle aufzuklären, muss unterbunden werden. Sonst kommen irgendwann keine kleinen, unschuldigen Kinderlein mehr in den Schoß der Kirche. Um die Liebe der Diener Gottes zu empfangen. Das wäre dann das Aus für die Kirche. Für die Diener Gottes bliebe dann nur noch eine Perspektive als Stricher am Bahnhof Zoo oder am Kölner Hauptbahnhof, wo, wenn die Toiletten besetzt sind, sicher noch ein Freier im Beichtstuhl im Dom steht, mit dem Wunsch, dass der Vater ihm die Beichte abnimmt. Amen. In der Hoffnung, nach dieser Kolumne nicht in die Hände der heiligen Inquisition zu fallen, verbleibe ich hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Franz Zehnbier.
Im Namen der Heiligen Inquisition, Sie sind verhaftet. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Au! Ah! Nein! Nein, ich gestehe mich! Mach weiter! Nein, ich gebe nicht auf! Warum nicht gleich so? Moni, wir nehmen dann nochmal 10 Bier. Und du schreibst eine neue Kolumne in der Zeit, bis ich die ausgetrunken habe. Verstanden? Ja. Oh Mann, hab ich einen Durst. Nix da. Du bekommst nur was ab, wenn die Kolumne vorher fertig ist. Prost!